Meine lieben kleinen Renovierungen und Heimwerkerwölfe, wir sind zurück bei Hausflipper. Joa, ich euer lieber Gaming Wolf. Ja, yeah. Ich hab's doch noch irgendwie heute geschafft, obwohl heute ein etwas katastrophaler Tag war. Ich musste noch mit meinen Knies zum Arzt, bei der wurde ich krank geworden. Da habe ich auch fast bis mittags gesessen, mit Apotheken aufsuchen und was weiß ich, sind wir auch erst mittags wieder zurück gewesen. Und naja, so, ich hatte deswegen heute eine lange Vormittagspause und muss jetzt erstmal zusehen, dass ich ans Work komme. Ihr mögt Hausflipper, ihr mögt meine Videos. Ihr wollt mich unterstützen? Na, dann lasst doch mal eine positive Bewertung da, das wäre schon mal gut. Dann schreibt doch fleißig was in die Kommentare. Und ja, okay, für die Leute, die immer zugucken, ne, die über 60% und aber nicht abonniert haben, ne? Könnt ihr gerne mal machen, kostet nichts, dann noch durch Glocke aktivieren und dann verpasst ihr nichts mehr von mir und ihr helft mir damit. Also, wir fangen jetzt aber auch an, ich hab genug gequasselt. Ja, so, genau, wir sind hier wieder in diesem komischen, was war das, ein Bunker? Oder altes Lagerhaus, Lagerbunker oder sowas, wo die gerne eine Lasertag-Arena drin haben wollen, ne? Und, ja, das ist, ja. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Zum einen müssen wir hier noch Putze machen. Dann müssen wir hier noch irgendwie Einrichte machen. Und ja, da oben war noch ein Fleck. Der Fleck muss weg. Und irgendwas mussten wir noch machen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade irgendwie den Faden verloren. Der Fleck hat mich so durcheinander gebracht. Da bin ich gerade. Oh, das war Müll. Das war gar kein Fleck. Da hätte ich noch so lange putzen können. Das sieht auch immer noch irgendwie komisch aus. Aber okay, ist ein altes Gemäuer, was soll ich erwarten? So. Andere Sache ist jetzt allerdings, wie ich das mit der Gasflasche noch machen soll. Brauche ich hier vielleicht eine Leiter, um da oben anzukommen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss da oben immer noch sauber machen. Warte mal, da liegt, glaube ich, noch was auf dem Boden, oder? Oh. So. Warte mal. Okay. Ich gehe erstmal auf die Leiter. Guck mal, ob ich da oben noch ein bisschen sauber machen kann. Nö, anscheinend nicht. Habe ich mir die leider umsonst gekauft. Egal, wir machen hier erstmal weiter sauber. Putze. Das sind noch überall Scherben. Dann machen wir hier noch ein bisschen die Wände sauber. Da ist noch ein bisschen Dreck. Der Dreck muss weg, wie ich schon gesagt habe. Denn da. Und ich meine, ich habe hier irgendwo nochmal Scherben gesehen. Ja, die leider brauche ich nicht. Die war überflüssig. Oder? Stellen wir mal dahin. Vielleicht können wir die später noch für irgendwas gebrauchen. Wir lassen die mal kurz hier irgendwie zack, oder hier zack, Bombay stehen und dann gehen wir mal da rauf. Vielleicht kann ich denn hier oben irgendwas putzen, wo ich vorher noch nicht rankam, weil, oh, jetzt habe ich sauber. Bin ich jetzt hier draußen fertig? Nein, immer noch nicht. Da steht immer noch Räume mit dem Müll auf. Und ich habe nur zu 82% fertig. Ja, okay, aber ich sehe auch gerade. Wartet mal. Ist das von innen oder von außen? Ach, ich stelle die erstmal hier hin. So, ist da drinnen noch irgendwas oben dran? Nee. Ja, was mache ich jetzt mit der Leiter? Die stelle ich die denn mal hier hin. Gucken wir mal, ob. Ich komme da nicht hoch. Doch, ich komme da hoch. So, kann ich da Putze machen? Da Putze. Auf der Seite Putze. Dann nochmal da Putze, denn die Tür Putze, das hat geklappt. So, hier nochmal Putze. Ich sag zu viel Putze, oder? Ich glaube, jetzt müsste ich hier reinige die Verschmutzung. Ich habe erst 51% der Verschmutzung hier weggeputzt. Also irgendwie bin ich jetzt. Wartet mal, das zählt als draußen, ne? Da ist es ja auch kein Wunder, dass ich den ganzen Müll da draußen nicht finden konnte. Das ist hier im Innenhof. Der Innenhof, der natürlich auch für außen zählt. Ist hier oben auf dem Dach auch irgendwie noch was? Muss ich da auch irgendwas machen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall soll ich hier wahrscheinlich auch den Rasen nochmal wegbrennen. Ja, seht ihr, dann haben wir hier doch mal schon mal die Verschmutzung weg. Den Müll zumindest. Die Verschmutzung haben wir noch nicht fertig gereinigt. Aber wartet mal. Irgendwas sehe ich da. Ist der Fleck von innen? Nee, der müsste von hier außen sein, oder? Ich mach putz. Nee, da ist nix. Hier nochmal putze. Da nochmal putze. Ich geh nochmal aufs Dach, da mache ich auch nochmal putze. Vielleicht komme ich von da aus daran. Scheint irgendwie nicht so. 82% habe ich trotzdem erst fertig mit dem Putzen.
Irgendwie bin ich verwirrt. Ich sehe das alles nicht. Bin ich jetzt blind? Seht ihr noch irgendwo was? Hä? Ich bin wirr. Okay, das bin ich immer, aber ich bin verwirrt. Auch das bin ich immer. Was versuche ich euch gerade zu sagen? Genau, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ne, egal. Ich meine, hier nochmal putze, bin ich auch noch nicht so ganz fertig. Dann gehen wir hier nochmal putze. Wir putzen einfach erstmal alles weiter, was wir so sehen können. Und irgendwann treffen wir vielleicht nochmal das Richtige. Oder? Da ist so ein dicker, fetter Fleck. Der muss doch sichtbar sein. Wir stellen mal die Leiter hier raus. Wupp. Dann gehen wir hier hoch. Wupp. Und dann gucken wir da nochmal. Nee, irgendwie bin ich auf der falschen Seite. Nee, müsste auf der anderen Seite sein, oder? Da ist aber auch nichts. Bin ich jetzt irgendwie komplett Banane in der Birne? Okay, Leute, ich will von euch jetzt keine Antwort in den Kommentaren lesen. Doch, macht ruhig, könnt ihr ruhig. Habe ich gar kein Problem mit. Und dass ich Banane in der Birne bin, weiß ich selber. So, aber trotzdem. Ich muss jetzt... irgendwas habe ich hier noch übersehen. Also hier sind überall jedenfalls ganz, ganz viele Flecken. Flecken müssen weg. Da war noch was. Ich muss auch sagen, hier ist eigentlich alles so Schmuddel, die Muddel, die Buddel. Dass man das wirklich nur sehr, 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 sehr schwer sehen kann. Ne? Also, die Gasflaschen kann ich benutzen. Okay, wir fangen jetzt aber erstmal hier an, anstatt den vorderen Bereich zu machen. Weil den habe ich hier zumindest alles soweit fertig. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwie dazu gehört, alles sauber zu machen, aber vielleicht habe ich irgendwo noch Müll übersehen. Weil da bin ich... Ach doch, mit dem Müll bin ich jetzt fertig. Okay. Ja gut, aber ich will das alles hier ein bisschen schicki haben und deswegen... So, auch hier oben machen wir mal... Okay, hier oben geht nicht. Wir haben hier oben feuerresistentes Gras. Können wir nicht wegbrennen, aber egal. Jetzt habe ich ein bisschen Gas verschwendet. So, ich brenne jetzt einfach mal den Schmutz weg. Vielleicht geht das ja. Nö, geht auch nicht. Ganz ehrlich, ich bin langsam verwirrt. Kann ich dich putzen? Vorsicht, den... Oh. Wir müssen die Sicherungen austauschen. Zack, zack. Hehe. Okay, damit sind wir da schon mal fertig. So. Aber hier haben wir noch jede Menge zu tun. Zum einen müssen wir das Badezimmer noch... Klosett noch reinigen. Dann müssen wir hier natürlich noch ein neues Klosett reinbauen. Am besten auch ein Waschbecken. Denn man sollte sich auch ein bisschen die... Swip-Swip-Swip-Hände sauber machen. Das gehört sich so nach dem Pipi machen. Ne, liebe Leute? Ansonsten will euch keiner die Stinkeflosse schütteln. So. Was war das? Der hat ja auch gesehen, oder? Der hat gerade eine Ratte mit roten Augen aus der Toilette geguckt. Oder habe ich jetzt schon so viel das Spiel gespielt, dass ich schon Hallus krieg? Ich bin total neben der Spur. Ich baue jetzt erstmal das Waschbecken an, das soll's. Beziehungsweise ich bin da ja schon voll bei. Da hat eben gerade alles bei mir nur noch auf Automatik funktioniert. Ich wusste, ich muss arbeiten, ich muss machen und habe schon mal angefangen. Das war jetzt... Damit habe ich irgendwie überhaupt nicht gerechnet. Gut, aber ich habe mich wieder beruhigt. Ist es dunkel draußen geworden? Haben wir jetzt Nacht? Egal, ich muss ja heute auch spät anfangen zu arbeiten. Hat ja viel um die Ohren, ne? So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen eine Tische. Die Tische stellen wir hier hin und dann braucht der Tische wahrscheinlich auch noch Stühle. So. Wir brauchen noch Tische. Wie viele Tische brauchen wir denn hier? 2 Tische brauchen wir. Gut. Dann brauchen wir von der Stühle... Nee, von der Kaminsessel.
Das sind die wahrscheinlich, ne? Ja. Davon brauchen wir 10 Stück. Joa, die kriegen wir wahrscheinlich hier ganz gut verteilt. Zack, da hauen wir einen ran. Den... Wartet. Der dreht sich hier alles so ein bisschen schlecht, ne? Ich habe aber heute auch Rücken, das müsst ihr mir verzeihen. Nein, habe ich gar nicht, Quatsch. Der Wolf erzählt euch Blödsinn, aber ich bin heute auch irgendwie... Ganz ehrlich, ich war mir gar nicht sicher, ob ich heute noch zur Arbeit gehe. Ich war nach dem ganzen Theater, das ich heute hatte, so ausgelaugt, dass ich nicht mal mehr wusste, ob ich dazu jetzt wirklich heute noch großartig Lust habe oder ob ich halt so einen kinderkrankenfreien Tag mache. Aber am Ende habe ich gedacht, och, was soll's, was soll der Geiz? Ich komme doch noch mal für euch reingeschlawinert, und mache hier alles soweit fertig. Also, ja, denn immerhin will ja diese Lasertag-Dingsbums-Geschichte da ja auch irgendwann mal eröffnen. Und dementsprechend, wo könnte ich jetzt noch so ein Ding hinstellen? Hier einfach mal so neben die Tür. Da kann sich einer hinsetzen, gucken, ob keiner guckt und sich sagen von wegen, ja, das macht Spaß hier, ne? Und dann setzen wir da noch einen hin. Der kann sich schön hinter der Tür verstecken. Und wenn einer reinkommt, macht er Buh! Oder auch nicht. Nee, ich sag ja, ich habe heute so einen an der Banane? Nee, einen an der Klatsche. Oder Banane an der Marmel. Oder, ach, ich weiß es doch auch nicht, Mann. Ich bin einfach heute ein bisschen, ne? Und so und dies. Was habe ich da jetzt gemacht? Habe ich da einfach... Ach so. Jetzt weiß ich wieder, was ich gemacht habe. Ich wollte das Ding da eigentlich an die Wand stellen, genau. Dafür müssen wir aber erstmal hier die Gasbuddeln hier wegbacken. Zack. Weil verkaufen sollte ich die Gasbuddeln ja noch nicht. Nee. Denn die brauche ich ja noch, ne? Ich muss ja noch meinen Gasbrenner da auffüllen können, Ding, ne? So, dann kloppen wir da ein Sofa hin. Und ich glaube, da hinten an die Wand könnte auch noch gut so ein Sofa passen. So, da holen wir uns denn jetzt das zweite Sofa. Das... Löppeln wir hier denn mal hin? So, wartet. Räume den Müll auf. Ich habe immer noch nicht alles im Müll aufgeräumt. Achso, wahrscheinlich meinen sie die Gasflaschen da hinten in der Ecke auch noch. So, dann haben wir hier noch, hier haben wir noch so einen Tisch. Den packen wir mal hier hinten in die Ecke. Passt der auch so da an die Wand? Oder drehen wir mal so und so und so? Was ist denn nur richtig? Ich glaube das, ne? Nee, der steht schon in der Wand drin. Das ist nicht ganz richtig. So, nee, zu viel. Nein. So. So, brauchen wir davon noch einen? Okay, doch, wir brauchen noch so einen Tisch. Wo stellen wir den denn hin? Passt der da hin? Nee, ist kein Platz für da. Ja, wo können wir den denn hinstellen? Stellen wir den hier so vor Sofa? Boah. So, passt schon irgendwie. Was ist das? Oh, ein Hängefernseher. Den könnten wir... Wie viele brauchen wir denn davon? Hängender Fernseher. Brauchen wir 2 Stück. Würde ich sagen, packen wir so ein hier über das Sofa. Da, so. Dann können wir den einmal habe ich gerade richtig gesehen? Jetzt habe ich schon wieder gemacht. So, wir schalten mal kurz ein. Tatsache. Der hängt über Kopf. So. Bapp. Hallo Fernseher da hinten. Du hängst auch über Kopf. Aber ich bin nur mal gästefreundlich. Und ich habe gedacht, falls Spidey mal kommt und an der Decke hängt, der will ja auch gucken, ne? Ja. Oder so ähnlich. Gut, wo können wir das Paintball-Gewehr hinballern? Ich glaube, das muss an die Wand gehangen werden, ne? Ja, Tatsache. Ja, wir packen das so hier an die Wand, damit es so aussieht, als wenn es da im Regal ist. Dann können wir vielleicht da an der Wand noch eins hängen oder vielleicht lieber hinten. Einmal so. Und den noch eins. Da unter? Wie viele brauchen wir eigentlich davon? Müssen wir mal kurz gucken. 10 Stück. Ja, dann sollte ich die hier schon irgendwie ein bisschen ordentlich verteilen, oder? Oh, da oben sind noch Spinweben. Also das wäre schon mal Punkt 1 gewesen zum Saubermachen.
Sechs Stück brauche ich davon jetzt noch. Wo kann ich die denn so überall hinklamüstern? Denn hier noch eins? Da noch eins? Vielleicht auf Klosett? Nee, auf Klosett ist doof. Da noch eins? Machen wir hier noch eins hin? So. Ja, drei Stück brauchen wir da. Nee, zwei brauchen wir jetzt noch. Jetzt zählen muss ich auch noch mal lernen. Da könnten wir denn noch eins hintüdeln und dann noch eins hier. Ja, da haben wir alle 10, passt schon irgendwie. So, der Betreiber, wenn ihm das nicht gefällt, kann er die Dinge ja immer noch ein bisschen umhängen und machen, wie er möchte. Ich bin damit jetzt soweit erstmal zufrieden. Jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Lichter. So, davon brauchen wir 4 Stück. Ich würde sagen, ein hier über der Tür. Boom. Dann hier ein. Zack. Ha. So, den hier über der Tür könnten wir auch noch einen anbringen. Zack. So, einen müssen wir noch hier verteilen. Da ist, glaube ich, ganz gut, oder? Nee, der ist zu hoch. Da ist schon schräge. Zack, da ist gut. Ja, denn Stoff für Flammenwerfer. 4 Stück. Einen habe ich bis jetzt erst. Hä? Ach so, ich habe, weil ich jetzt einen aufgefüllt habe, ne? So, aufräumen. Ich sehe aber nichts mehr zum Aufräumen. Komm, wir gehen erstmal in den nächsten Raum. Wir machen da weiter. Nee, da ist nichts mehr. Ja, nee, will ich nicht. Ich weiß nicht, welche Flasche ich schon benutzt habe. Ich will die erstmal noch bis zum Schluss aufbewahren. Gegenstände verkaufen 3. Was soll ich denn hier noch verkaufen? Es können ja eigentlich nur die 3 Gasflaschen sein, oder? Ja, Leute, ich glaube, mit dem Raum machen wir jetzt erstmal Schluss. Ich bin ja jetzt so ein bisschen heute in der Birne und ich glaube, ich bin so heute trotzdem auch ganz schön gut weit gekommen. Beim nächsten Mal machen wir den hier so ein bisschen fertig. Und ich gehe jetzt in den Feierabend. Ja. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es wieder gefallen. Wenn ja, ne, denkt dran, ich habe da so einen komischen Daumen unter meinen Videos, den könnt ihr einmal BÄM machen, ne? Und ja, für die Kommentare, der gibt auch so eine Spalte, da könnt ihr euch gerne mal dran beteiligen, ne? Damit ihr da Bescheid wisst. Und ja, falls ihr es noch nicht getan habt, von meinen Videos nichts mehr verpassen wollt oder diesen durchgeknallten Wolf hier ein bisschen unterstützen wollt, ne? Könnt ihr auch noch mal gerne den Abo-Button drücken, die Glocke aktivieren, dann seid ihr voll dabei, ein richtiger Wolf zu sein und ja, mich tatkräftig zu unterstützen. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwas doppelt gemobbelt gesagt. Da ich aber heute auch ein bisschen quirlig im Kopf bin, sage ich einfach mal au! Und bye bye! Bis morgen!